Ja, gut, wenn ich da, wenn ich mir das Magier, das Magiezimmer so ansehe, das ist wirklich komplett mit rotem Teppich ausgefüllt. Ich hätte die weiße Wolle auch mitnehmen sollen. Die Knochen wollte ich ja mit weißer Wolle machen. Wobei man ja jetzt auch Knochenblöcke machen kann. Vielleicht mache ich Knochenblöcke. Ich nehme Knochen her und mache sie zu Knochenblöcken. Das ist eine Idee. Dann habe ich wirkliche Knochen da. Wirkliche Skelette. Das versuche ich dann mal, wenn wir so weit sind. Ich habe jetzt keine Knochen dabei, leider. Wobei, vielleicht habe ich ja welche in der Tempeltruhe oben. Habe ich welche in der Tempeltruhe? Gleich mal nachsehen. Ja, wobei, wir müssen jetzt sowieso erstmal die Räume machen. Ja, sehen wir uns das dann an. Schwarze Nacht. Ups. So. Tja, jetzt habe ich wieder so viel Bruchstein dabei. So. Okay, besser. Die rote Wolle, die kann eigentlich auch so lange mal hier bleiben dann. Dann nehmen wir noch mal ein mit. Das gebratene Hammelfleisch nehmen wir gleich mit. Wisst ihr was, ich nehme noch zwei Bruchsteine mit, damit ich da was zum Nachlegen habe. Dann kann das hier doch noch so machen, gemacht werden. Und zack. So machen wir das. Dann nehme ich mir auch gleich jetzt dann die Steine aus den Öfen raus, damit die nachbrennen können. Erstmal hier. Dann hier. Und dann mache ich mir noch drei Spitzhacken. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Nur noch einen, dann machen wir das gleich so. Dann brauche ich aber auch wieder neue Stöcke. Und ab zum Magiezimmer. Jetzt können wir weitermachen. Lalalala. Und Runak, noch irgendwelche Opfer gefunden? Leider nein. Das sind schöne, kostenlose Erfahrungspunkte für uns. Oder wären es? Eigentlich sind sie es sogar. So, so, ich wollte ja erst hier links weitermachen. So. Okay, dann geht das hier, der ganze Raum hier einen runter. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, das wird jetzt lustig. Vor allem bei das Magiezimmer, das ist halt wirklich riesig irgendwie. So. Hier dann nochmal das gleiche. Also nochmal einen runter.
Muss ich dann jetzt auch die Wand wieder machen, mitmachen? Ich bin schon sehr gespannt, wie ich dir das Magiezimmer dann einrichten werde. Ob ich heute überhaupt noch dazu komme, ist ja doch schon einiges an Arbeit. Was jetzt zu tun ist. So. Dann nochmal das Gleiche. Nochmal das Gleiche. Bisschen Netherquarz wäre wieder schön. Nur noch zwei Stück Steak waren es da. So. Machen wir erstmal den hier. Der geht genau auf und ist schneller weg. Das heißt, wir haben schneller mehr Platz. So, dann. Geht er da jetzt einen weiter rein? Oh nee, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Ah, oh, ich hasse das. Ich hasse es, wenn mir die Spitzhacke kaputt geht. Da ist tatsächlich Netherquarz. Juhu! So. Dann haben wir das. Die Decke. Die Wand. Und es geht hier ein weiter rein. Aber hier nicht. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Und das passt genau. Und dann kommt jetzt die Wand. Da kommt jetzt die Wand rein. Hier haben wir zum Glück auch noch nirgends Löcher, also wir können hier nirgends runterfallen. Das finde ich sehr schön. Und wir kriegen Netherquarz und auch wieder Erfahrungspunkte. So, und dann hole ich mir jetzt Netherquarz. Hole ich mir gleich. Habe jetzt dann hier gleich die Wand zu machen. Dann gleich von oben irgendwo ein Zombie-Pikmin runterspringen und uns angreifen, oder? Weil Honak ihn da vorne irgendwo angegriffen hat. Okay, das war's. So. Boden. Nee, das nicht. Boden. Wand. Ja, Wand auch, aber Decke eigentlich zuerst. Das kann auch keiner mehr runterfallen. Durch die Tür könnten sie kommen. Vielleicht sollte ich sie schließen. Fürs Erste zumindest. Und so. Das war's hier. Dann machen wir jetzt auf der anderen Seite weiter. Da sollte es eigentlich das Gleiche sein. Da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5 mal Mauer. Also 1, 2, 3, 4, 5. So. Dann sind das noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 übrig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt perfekt. Da könnten sie tatsächlich noch herkommen. Dann
machen wir das doch gleich mal hier. Hier kriegen wir ja hoffentlich auch kein Loch rein, irgendwo im Boden. Hoffe ich sehr stark. Und der Stein geht gleich aus. Aber andererseits müssen wir die Decke hier nicht machen. Ab da war es schon wieder. Oh nein, da ist die Treppe. Das könnte ein Problem werden. Das könnte ein Problem werden. Jetzt auf jeden Fall nochmal das Gleiche. Nochmal das Gleiche. Noch zwei. Eins, zwei. Eins. So. Und dann nochmal das Gleiche. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich höre sie schon über uns, die Zombie-Pigmen. Und warte nur darauf, dass sie runterspringen und uns angreifen. Da ist tatsächlich die erste. Mist. Oh. Das war eine sehr angenehme Überraschung. Durch den Fallschaden ist sie sofort gestorben. Also dadurch, dass er halt Fallschaden hatte. Okay, das könnte jetzt tatsächlich problematisch werden. Denn es geht tatsächlich noch eine runter. Und wisst ihr was? Ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass wir hier diesen Zweier-Ding nicht gemacht haben. Der hätte gefehlt. Der hätte tatsächlich gefehlt. Dann wäre nämlich jetzt alles eins weiter vorne und wir hätten hier das Problem mit der mit dem hier nicht. Tatsächlich wäre es nämlich so, dass jetzt noch hier, das hier ist jetzt da, oder? Warte, 1, 2, 3. 1, 2, 3, genau. Und das hier wäre jetzt dann tatsächlich eine Mauer, aber hier ist nichts. Das heißt, das hier müsste alles weg. Und was ist das eigentlich? Ich glaube, das ist die. Ja, das ist die Treppe. Und ich kann das halt nicht wegmachen. Also, die drei Blöcke hier könnte ich schon wegmachen. Aber den dann nicht. Seht ihr? Nein, jetzt kriege ich den nicht. Jetzt kriege ich den echt nicht. Den kann ich nicht wegmachen. Und deswegen will ich jetzt doch hier alles eins nach vorne schieben. Alles eins nach vorne schieben. Das heißt, hier das hier. Und das hier kommt komplett weg. Komplett weg. Habe ich schon repariert? Ja, habe ich. Ist jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen, aber naja, wir müssen zum Glück nicht alles neu machen. Das da gehört da schon dazu. Gut, dann ist das hier jetzt die Mauer. Und es geht aber hier dann halt einen nach vorne. Das heißt, eigentlich ist auch hier dann die Mauer. Muss ich. Nee, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich mach hier jetzt das alles weg. So.
So, dann kann ich nämlich auch hier gleich alles eins nach vorne schieben und muss mir das nicht merken, bis ich das dann mache. Allerdings habe ich gleich nicht mehr, gleich keine Spitzhacke mehr. Ich hält das leider nicht mehr durch. Das heißt, ich muss es mir dennoch merken. Zumindest bis ich eine neue Spitzhacke habe. Noch zwei. Eins, zwei. So. Ja, dann holen wir uns eine neue Spitzhacke. Hey, ich renne immer noch. Cool, ich bin nicht angestoßen. Das finde ich toll. Ja, das ist Ronak. Ich bin nicht. Hat er mich gerade weggeschubst? Ich bin gesprungen, hat er mit dem Arm so ausgeschlagen und ich bin weiter nach links gekommen. Hat er mich einfach weggeschubst? Nicht zu glauben. Dieser Ronak. So, und wisst ihr was? Ich mache mir noch eine zweite, weil dann wäre auch hier der Bruchstein weg. Und dann kann ich auch hier gleich das machen. Da ist auch hier das gleich weg. Gut, jetzt habe ich hier leider nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht doch keine zweite machen sollen. Dann hätte ich nämlich einfach hier das da rein tun können. Mist, egal. Das ist die Frage, soll ich den gleich mitnehmen? Wisst ihr was? Ich hole mir schnell noch einen oder zwei Stacks und legt dabei ein bisschen was ab und fertig. Oder ich hole mir sogar drei Stacks Bruchstein. Zwei für Ersatz und einen, den ich da dann gleich reinlegen kann. So, eins, zwei, drei. So. Und dafür kann ich jetzt hier drei Sachen ablegen. Und fertig. Dann habe ich wieder mehr Platz. Sehr schön. So finde ich das toll. Wenn man Platz hat. Könnte ich mir vielleicht sogar noch eine Spitzhacke machen. So, andererseits möchte ich auch die Steine hier gleich mitnehmen. Kann ich mir noch... Aber ich kann mir dann trotzdem noch eine machen. Sehr schön. In diese Richtung. So, dann korrigieren wir das weiter. Und dann können wir auch... Können wir das auch richtig gut machen. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder irgendwo anstoßen. Das wäre blöd. Ziemlich blöd. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey, da oben ist was. Kleines Loch oder so. Das hier kommt auf jeden Fall weg. Dann können wir halt alles eins nach vorne schieben. Auch von hier aus gesehen. Und das ist dann sehr angenehm.